Gefühl. Das ist so himmlisch. Ich habe jetzt auch alle Fenster aufgerissen und die Terrassentür. Na gut, ich habe nur ein Fenster. Okay, ich habe im Wohnzimmer noch ein Fenster, aber halt das Schlafzimmerfenster, die Terrassentür, die Hasen hüpfen draußen. Und ich zeige euch mein heutiges Outfit. Ich habe den Pulli an, den mir meine Mama gestern Abend ausgeliehen hat, weil es dann gestern Abend im Theater doch ein bisschen frisch war. Und sie hatte diesen Pulli dabei, den hat sie mir ausgeliehen. Und ich habe gestern vergessen, ihn ihr wieder mitzugeben, weil ich ihn noch anhatte. Und ja, jetzt habe ich ihn heute angezogen. Ich mag es irgendwie total gerne, Sachen von meiner Mama anzuziehen. Geht es euch auch so? Das ist, ich denke mal, ein echter Wollpulli in einem Moosgrün. Und dazu trage ich nur eine einfache Jeans. Achso, ich kann euch das nochmal versuchen, hier so zu zeigen. Also ganz eine einfache Jeans. An Accessoires trage ich einmal diese Ohrstecker. Ich weiß überhaupt nicht mehr von allen Accessoires, woher ich sie habe. Also diese Ohrstecker, ich glaube, das könnt ihr gerade nicht so sehen, aber die haben einen Frauenkopf drauf und sind dann so beigebraun. Oder, nee, ich glaube, das nennt man Kamelbraun. Und haben dann nochmal so eine Verzierung außenrum. Der Ring ist in der ähnlichen Farbe wie meine Ohrringe, deswegen fand ich den sehr passend. Dann trage ich das, die Kette von gestern mit den Schütze-Anhänger. Den habe ich bestimmt schon seit meiner Kindheit. Und das war es heute auch von meinem Outfit. Heute ganz einfach und bequem. Und ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es abgekühlt ist. Es ist so himmlisch. Es ist einfach nur ein Traum. Also wirklich wunder, wunder, wunderschön und toll. Und man fühlt sich gleich wie ein ganz anderer Mensch. Man fühlt sich so, als würde man wieder leben und nicht einfach nur den Hitzetod sterben. Es ist so schön und ich hoffe, es bleibt jetzt so erstmal und wird nicht wieder so heiß. Ich glaube, ab Mittwoch soll es wieder heißer werden, aber nicht so heiß, wie es war. Aber man kann sich ja da nicht unbedingt drauf verlassen. Lotte ist immer so lustig, legt sie sich einfach mitten auf den Weg. Ich glaube, das tut den Hasen auch gut, dass es jetzt wieder kälter ist. Hier hinten sind Holly und Emily. Ach, die Lotte. Ist es nicht zu nass, Maus? Überlegen, mein Schlafzimmer umzuräumen. Erst war es nur ein kurzer Gedanke, dann habe ich ihn wieder verworfen. Aber je mehr ich ins Schlafzimmer schaue, desto mehr will ich es umräumen. Allerdings weiß ich nicht wie. Ich habe erst gedacht, ich drehe das Bett mit der Kopfkante hier hin, aber das ist mir dann irgendwie zu offen, wenn das so direkt beim Fenster ist. Das ist mir dann zu ungeschützt irgendwie. Auch wenn das Fenster natürlich nachts zu ist, aber irgendwie trotzdem, das, weil hier ist dann gleich die Eingangstür und da gehen dann immer die ganzen Leute rein und raus und das ist mir irgendwie zu unruhig. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht hier hinten hin und den Schminktisch vielleicht dann hier vorne hin, aber dann weiß ich wieder nicht, wo ich den Schrank hinräume, weil dann wäre ja eigentlich für den Schrank nur noch die Wand hier frei und naja, das könnte vielleicht ein bisschen komisch werden und wenn das Bett dann wieder hier steht, dann ist hier vorne wieder alles so eng, dass die Tür nicht richtig aufgeht. Also es ist jetzt eigentlich schon ganz schön, dass ich hier die Tür aufmachen kann, aber irgendwie gefällt es mir auch wieder nicht. Und ich habe ja immer von Zeit zu Zeit diese Anfälle, mein Zimmer umzuräumen. Mein Rad muss ich ja heute auch noch abholen, aber es regnet gerade die ganze Zeit und ich will nicht mit dem Schirm losgehen, weil ich habe nur einen Stockschirm. Also eigentlich habe ich auch einen Knirps, aber ich weiß nicht, wo der ist. Auf jeden Fall, naja, wenn ich dann das Rad geholt habe und dann heimfahren möchte, zum einen möchte ich nicht bei Regen fahren und zum anderen schieben. Mit Schirm ist auch doof und fahren bei Regen ist auch doof. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, was ich da mache.
Ich weiß nicht, ob ich das anfangen soll. Eigentlich habe ich keine Lust und irgendwie habe ich doch Lust, beziehungsweise eigentlich habe ich keine Lust, es umzuräumen, aber ich habe auch keine Lust, dass es so ist, wie es ist. Müsste ich halt den ganzen Schrank verschieben und das ganze Bett und ich weiß auch gar nicht, ob dann vom Schreibtisch Licht wäre, beziehungsweise bei meinem Schminktisch, weil jetzt kommt ja hier so ein bisschen das Licht rein und wenn ich ihn dann hier an die Wand stelle, mal davon abgesehen, dass ich gar nicht weiß, ob er hier an die Wand passen würde, dann, naja, dann wäre das ja so in der Ecke und ich weiß nicht, ob ich dann da Licht habe. Ich weiß echt nicht, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Mal schauen. Ihr werdet es wahrscheinlich im Laufe des Videos sehen, ob ich mich dazu durchringe, umzustellen oder nicht. Gegangen, um mein Rad zu holen und wir waren jetzt vorhin noch Eis essen. Nachdem das Bett zusammengebrochen ist. Ja. Und ja, jetzt schieben wir das Rad heim, damit ich es morgen wieder habe. So. Vorsicht. Oh Mann, es ist jetzt doch wieder alles so, wie es vorher war, weil kein Platz ist, um das Bett anders zu stellen. Das geht da mit der Tür nicht und mit dem Schrank und es ist einfach kein Platz. Ja, ich habe es mir so schön vorgestellt, aber es geht halt aufgrund von Platzgründen leider nicht. Das Bett ist zu groß und tja, Pech gehabt. Das heißt, ich werde jetzt alles wieder zurückräumen. Das ärgert mich ja schon ein bisschen. Ich habe mir das wirklich so schön vorgestellt, aber naja, kann man nichts ändern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss. Ich bin auch bei der Mama. Ist doch gut, wo? Die Mama ist bei der Mama. Ja, du bist immer bei dir. Genau.